Und weiter geht's. Der Untergang Lordaerons. So. Hallo Schreckenslord. Oh ja, das ist wirklich ein Untergang, wie es aussieht. Oh, du Scheiße. Grüße, mächtiger Manorot. Wie läuft die Invasion? Pah, diese schwachen Menschen sind keine Gegner. Dann hat die Geißel ihre Sache gut gemacht. Im Gegensatz zu manch anderen. Verspottet mich nicht, Schreckenslord. Ich weiß, dass die Orks versagt haben. Wenn ich sie finde, ziehe ich sie persönlich zur Rechenschaft. Ja, genau darum bin ich gekommen. Es interessiert euch vielleicht, dass die Orks gar nicht mehr hier sind. Was? Seid ihr sicher? Absolut sicher, Manorot. Meine Agenten sind zumindest immer zuverlässig. Sie sagten mir, die Orks seien in Kalimdor gelandet. Kalimdor? Aber wie kann das sein? Ha! Die Orks gehören rechtens mir. Ich werde sie einfordern, wo immer sie sich verkriechen. Und ihr gehört mir, Manorot. Ihr tätet gut daran, das nicht zu vergessen. Wir werden die abtrünnigen Orks beobachten und warten. Trotz ihres Versagens könnten sie uns noch nützlich sein. Hallo, Archimond. Und Manorot ist der Ruf der Warsong. Ich glaube, Manorot war der Brocken, wo ich mal gesagt habe, dass das ein großer Brocken ist in der kleinen Sequenz da, in der untoten Kampagne. Jawohl. Kriegshäuptling, wir streifen seit einer Woche durch dieses Ödland und kämpfen nur gegen Zentauren und Schweinemenschen. Wir müssen unsere Kräfte mit echten Gegnern messen. Ja, Langeweile und die sengende Sonne machen uns nervös. Aber wir müssen weiter. Beim Orakel wird alles klar werden. Wie ihr meint, Kriegshäuptling. Seht, der Warsong-Clan. Und sie kämpfen gegen Menschen. Was? Loktar-Krieger! Hellscream braucht Hilfe! Elende Orks! Wie könnt ihr uns in dieses Land folgen? Haltet die Luft an, Mensch. Krumm. Ihr braucht sie zum Schreien, wenn ich euch zerfleische. Super. Die Geister sind ruhelos. Ja. Gut. Lognarak! Was die aber Arbeit. Ja, das mache ich mal kurz auf Screen, ne? Bis gleich. Was ihr wollt. So, hier melde ich mich wieder zurück. Das kann ich. Stimmt. Wir haben hier kurz die Hauptquest. Hier. Wie ihr sehen könnt. Erreicht. Also ein Haupthaus errichten und zwei muss überleben. Na gut. Alles ja, und klar. Ich habe jetzt hier einen Verbündeten. Nämlich der Grom Hellscream. Ja, der hat natürlich schon einen fertigen Stützpunkt. Ich muss meinen noch bauen. Wow. Arbeit abgeschlossen. Kriegstrommeln. Fügt den Angriffen in der Nähe befindlicher Hey, Obermacker. Wir haben mehrere Menschenlager in der Nähe entdeckt. Außerdem ein Goblin-Labor im Schutz seines Lagers im Norden. Interessant. Wenn wir ungehindert bis zu den Goblins gelangen, können wir ihre Zeppeline mieten und über den Pass fliegen. Ach, wie toll. Alle Feinde beim Labor vernichten. Arbeit abgeschlossen. Zwei Zeppeline zum Stützpunkt bringen. Okay, gut. Nochmal. Wir wurden ja ganz kurz unterbrochen. Also, Kriegstrommeln. Fügt den Angriffen in der Nähe befindlicher befreundeter Einheiten eine zusätzliche Schadenssteigerung hinzu. Verschlingen. Verschlingt eine feindliche Landeinheit und verdaut sie langsam, wobei der Einheit pro Sekunde 5 Punkte Schaden zugefügt werden.
Wenn die Kodo-Bestie getötet wird, während die verschlungene Einheit noch verdaut wird, kommt die verschlungene Einheit wieder hervor. Auch mit Tod. Okay. Ja. Du kannst das Gold kann holen. Ich. Muss was getan werden. Und jetzt brauche ich erstmal ein paar Wachtürme. Einmal hier. Alles kann nicht mehr warten. Die Menschen müssen gemetzelt werden. Ach, ich toll. Der Warsong-Clan greift die Menschen entgegen euren Befehlen an. Nein, nein, nein. Nun müssen wir wohl oder übel kämpfen. Verstärkt unsere Abwehr. Um Hellscream kümmere ich mich später. Ich bin dabei, Thrall, dass ich unsere Verteidigung baue. Ich bin dabei. Die Stützpunkte der Menschen zerstören. Ja, es sind mehrere. Arbeit abgeschlossen. Arbeit. Aber lasst mich bitte erstmal hier meine Wachtürme bauen. Arbeit abgeschlossen. Das kann ich. So, dann kann ich in der Zwischenzeit hier schon mal der Held Einheit. Arbeit abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Was ihr wolle. Forschung Arbeit abgeschlossen. Verbessern wollte ich gerade sagen. Mein Gott, ich werde ja hier richtig gestört, ey. Arbeit abgeschlossen. Abgeschlossen. Alter Schwede. Ununterbrochen. Das kann ich. Werde ich hier unterbrochen, ey. Nee, nee, nee. Arbeit abgeschlossen. Unsere Stadt wird angegriffen. Ja, ja. Arbeit abgeschlossen. Ja? So. Alles klar. Ja, ich hab's gleich mit dem Wachturm. Ist zwar ein bisschen übertrieben, aber ist egal. Ich möchte ja auch nur eine gute Verteidigung Arbeit haben. Arbeit abgeschlossen. Arbeit alles abgeschlossen. Klar. So. Hier noch ein. Arbeit abgeschlossen. Und dann hier auch noch. Sicher ist sicher. Arbeit abgeschlossen. Das kann ich. Gut. Ah ja, eine Hochburg kann ich auch schon machen und Plündern erforschen. Bei Angriffen von Peons, Grunzern und Räubern werden Rohstoffe erbeutet, wenn Gebäude getroffen werden. Ach, wie geil. Arbeit abgeschlossen. So. Alles klar. Ja, dann machen wir mal schon mal die Hochburg. Wie sieht die denn hier aus? Arbeit abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Naja, erheblich anders als im zweiten Teil. Ja. So, dann bauen wir noch ein paar Höfe. Aber gern. Ah, die können wir erst noch bis zur ersten Stufe. Arbeit abgeschlossen. Noch verbessern. Muss was getan Aber das ändert werden? Sich ja bald. Arbeit abgeschlossen. Die Geister sind ja. Ruhelos. Gut. Alter der Stürme. Arbeit, Arbeit. Brauche ich ja auch. Ah ja, und eine Kaserne. Arbeit Alles abgeschlossen. Klar. Gut. Ich kann. Ja. Moment mal. Ah ja, okay. Das mit den menschlichen Stützpunkten, das ist die optionale Aufgabe. Gut, dann werde ich die auch zuerst erledigen. Arbeit abgeschlossen. Vestarium. Ach, wie toll. Das kann ich. Trollregeneration erforschen. Verbessert die Regenerationsrate der Trefferpunkte von Kopfjägern und Medizinmännern. Arbeit abgeschlossen. Okay. Muss was getan werden? Forschung abgeschlossen. Ja, und das war's erstmal dann. Gut, gut. Aber gern. Kriegshäuptling! Der Warsong-Clan greift ein weiteres Menschenlager an. Vielleicht ist das unser Schicksal. Für immer und ewig gegen die Menschen zu kämpfen. Ach, wie toll. Ja? Naja, ich helfe ihnen schon gleich. Alles klar. Aber wirklich erst gleich. Mein Leben für die Horde. Rache für Sochin. Arbeit abgeschlossen. Ja. Unseres Verbündeten ist tot. So, ein bisschen verteilen. Hm? Arbeit, Arbeit. Und da ist er auch wieder.
So. Ey, die Kodobässe, die brauche ich Arbeit jetzt nicht. Arbeit abgeschlossen. Braucht ihr was? Euch eigentlich ja. Auch nicht? Ja, Häuptling. Marsch! Muss was getan werden? Aber ich brauche noch ein paar Hilfe. Das kann ich. Abgeschlossen. Unsere Stadt wird angegriffen. Arbeit abgeschlossen. Bam. Sehr gut gemacht, Räuber. Alles klar. Ah ja, Kodobestie. Arbeit abgeschlossen. Obwohl, dich könnte ich eigentlich... Ja, doch. Doch, hier. So, ein Hof noch und dann Arbeit, haben wir's. Arbeit. Bei den Orks sind das dann auch, glaube ich, 90. Arbeit abgeschlossen. Maximal. Oder? Arbeit ja, abgeschlossen. Mehr als 90 geht nicht. Aber gern. Gut. Gut, baue ich ein paar Trollkopfjäger. Rache für Sulchin. Ich bin der Kriegshäuptling. Und dann wollen wir mal die Geister sind ruhelos. Die Stützpunkte angreifen. Greifen wir erstmal hier den Weißen an. Für die Ehre. Ja, mehr Fernkämpfereinheiten habe ich jetzt zurzeit noch nicht. Deswegen habe ich jetzt nur ein paar Trolle gebaut. Niemand wird überleben. Auch ein Troll. Für die Ehre. Eure Zeit ist gekommen. Oh, niemand wird überleben. Ach, wie toll. Nee. Lognarasch. Angriff. Eure Zeit ist gekommen. Lognarasch. Level up. Sehr gut. Eure Zeit ist gekommen. Ich bin der Kriegshäuptling. Gut. Für die Ehre. Niemand wird überleben. Lognarasch! Ach, wie toll. Eure Zeit ist gekommen. Noch ein Level up. Sehr gut. Niemand wird überleben. Für Doomhammer. Eure Zeit ist gekommen. Niemand wird überleben. Erstmal alle Arbeiter schütteln. Lognarasch! Hallo Kanonenturm. Niemand wird überleben. Eure Zeit Sag ist gekommen. Sag adieu. Niemand wird überleben. Gut. Ja. Da haben wir den Weißen schon mal Dabu. Besiegt. Ah ja. Für die Ehre. Es ist wieder Nacht. Oh Gott. Okay, dann machen wir erstmal den hellblauen. Und dann mache ich zum Schluss den dunkelblauen und dann gehe ich hier zu den Zeppelinen. Ich komme! Ah, okay. Da kommt ich ein bisschen spät. Solange der keine Zauberinnen hat, ist es gut. Niemand wird überleben. Lognarasch! Ja, toll. Gottes Schild. Niemand wird überleben. Super. Ja. Lognarasch! Na komm, Kettenblitz. Eure Zeit ist gekommen. Wo gehst du denn jetzt hin? Für Doomhammer. So. Für die Ehre. Und tot bist du. Kettenblitz. Ja. Niemand wird überleben. Für die Ehre. Wollte er es schon wieder machen. Lognarasch! Niemand wird überleben. Gut, der hat jetzt auch keinen Arbeiter mehr. Somit ist der Stützpunkt vom Hellblauen auch eliminiert. Niemand wird überleben. Eure Zeit ist gekommen. Sehr gut. Ja, hier ist, glaube ich, nichts Dabu. Mehr. Ne. Ja. Aber hier könnte noch was sein. Ja, hier kann ich ja nichts aufdecken, weil hier Gebirge ist, leider. Ja.
So. Dabu. Ist hier noch irgendwas? Ja, hat sie tauchen. Ach, wie toll. Foliant der Intelligenz. Immer her damit. Dabu. Und schon wieder ein meiner Tanken. Oh, macht nix. Ah ja, und hier schon der dunkelblaue. Sehr gut. Für die Ehre. Ah, aber dafür hat der Zauberin. Nein. Eure Zeit ist gekommen. Nein. Lockner rasch. Boah, die können so nerven, die Zauberinnen. Lockner rasch. So. Ja. Für Doomhammer. Lockner rasch. Wo hat er die Kaserne? Ach, da hinten? Ja, toll. Niemand wird überleben. Kettenblitz ist einfach ein sehr praktischer Zauber. Ist gekommen. Wie man für wie man sieht. Hammer. Ja. So. Niemand wird überleben. Jawohl. Für Doomhammer. Ja. Niemand wird überleben. Für Doomhammer. Niemand wird überleben. Und der dunkelblaue ist jetzt auch eliminiert. So. Ah, dann befindet sich hier oben rechts noch ein Stützpunkt. Ja. Wartet doch! Für die Ehre. Ah, der Grüne. Ja. Oh, der muss natürlich auch Zauberinnen haben. Eure Zeit ist gekommen. Scheiße. Niemand wird überleben. Eure Zeit ist ach, gekommen. Vielleicht kann ich Ihnen jetzt ein bisschen mehr helfen. Tötet erst die Zauberinnen. Für Doomhammer. Lockner rasch. Eure Zeit ist gekommen. So. Toll. Jede Einheit von mir ist jetzt verlangsamt. Ach, wie toll. Eure Zeit ist gekommen. Lockner rasch. Niemand wird überleben. Ha. Ach, übrigens, der Grom, Hellscream und der Strahl ja, sind Brüder. Eure Zeit ist gut, dass ihr Bescheid wisst. Lockner rasch. Das sind wirklich Brüder. Eure Zeit ist gekommen. Für Doomhammer. Niemand wird überleben. Lockner rasch. Eure Zeit ist gekommen. So, das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein mit der Nebenaufgabe. Niemand wird überleben. Dabu. Ja. Für die Ehre. Die nerven uns nicht mehr. Ja. Ach, wie toll. Die Geister sind ruhelos. Gut, die Nebenaufgabe haben wir jetzt erfolgreich abgeschlossen. Für die Ehre. Was auch sehr gut ist. Dabu. Oh, hallo. Wütender Eulenbär. Auch wie toll. Wow, Stufe 8. Ich bin der Kriegshäuptling. Auch nicht schlecht. Lockner rasch. Clown des Angriffs plus 9. Ja. Immer her damit. Für die Ehre. Ja. Lockregar Nogal. Ja, der verzieht sich wieder zum Stützpunkt zurück. Mein Verbündeter. Ja, kann er ja ruhig. Kann er ja. Hier habe ich jetzt alles aufgedeckt, das ist auch gut. Dabu. Ah, aber hier noch nicht. Wie ich sehe. Eure Zeit ist gekommen. Keilerspeer. Ja. Für Doomhammer. Heiltrank, naja. Dabu. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja. Ja. Dabu. Dann gehen wir jetzt mal hier nach oben. Ja. Ah ja. Und so kommen wir dann garantiert dann zum Goblin-Labor.
Niemand wird überleben. Für Doomhammer. Alter. Niemand wird überleben. Oh, ist jetzt nicht für so die Ehre. Richtig. Lockner rasch. Und ein Zentaurenhelden. Zentauren-Kahn. Oh, wie toll. Eure Zeit ist gekommen. Niemand wird überleben. Rolle der Heilung. Für und das ist wieder. Ogre-Kraft-Handschuh plus 3. Dabu. Naja. Man kann ja nicht alles haben. Niemand wird überleben. Eure Zeit ist gekommen. Für Doomhammer. Supi. Niemand wird überleben. Gut. Zwei brauche ich. Ich bin der Kriegshäuptling. Lol. Ja. Jawohl. Und da haben wir Level 3 von den Orks jetzt auch gleich geschafft. Meine Lieben, sobald die jetzt hier angelangt sind bei meinem Stützpunkt. Super. Was soll ich tun? Oh, der hat Fluch. Ah, durch die Harpie. Naja, macht ja nichts. Na kommt, nur noch ein Stückchen. Jawohl. Und da haben wir es. Sehr gut. Damit können wir den Stone Talon-Gipfel bis gegen morgen erreichen. Ein wahrer Krieger würde den Menschen den Pass einfach streitig machen. Habt ihr den letzten Rest Verstand verloren, Grom? Hm. Ich gab direkten Befehl, die Menschen in Ruhe zu lassen. Was ist nur los mit euch? Schulmeistert mich nicht. Die Jammerlappen verdienten den Tod. Spürt ihr es nicht, Zrall? Wie in alten Zeiten, als wären Dämonen nahe. Ich weiß nicht, was in euch und eure Männer gefahren ist, aber diesen Kampfrausch kann ich nicht dulden. Entschuldigt, Zrall. Ihr habt recht. Ich werde damit fertig. Das Risiko kann ich nicht eingehen, Grom. Zieht mit eurem Clan in die nördlichen Wälder und baut uns eine Siedlung. Ich stoße zu euch, wenn wir das Orakel gefunden haben. Als ob der besessen davon wäre, ey, immer die Menschen zu töten. Nee. Ja, das waren erstmal wieder die ersten drei Level von den Orks. Und wie gesagt, ich werde morgen, also am Sonntag, nochmal eine extra Aufnahme machen und dann, ja, können die nächsten drei Parts, die ich dann am Sonntag aufnehme, erst am Donnerstag hochladen. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also, ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Tag und ich melde mich dann am Sonntag wieder. Also, bis bald. Ciao.